cold as ice and more bitter than a December winter night. Jetzt für euch Regisseur und Autor Borat Aktikin und Elias. Hallo. Was geht ab? Ihr wollt schon Fotos machen, nicht? Ja, gerne. Dann machen wir welche. So, wollt ihr noch was? Ich wollte noch was geben. Ich hab das gekauft. Ich wollte dir noch was geben. Ich verkaufe Badezimmer. Geil, ich hab ein Badezimmer geschenkt gekriegt. Yeah. Mein Lieber, schau sie dir an. So sind wir in der Mühlstelle. Ist der Name der Welt. Das ist gar nicht so. Hier in Bremen, da steppt der Bär. Ich komme aus Hannover. Das ist ja quasi diese fast eine Stadt. Das ist so ein bisschen wie Augsburg in München, glaube ich. Das meint man als Außenstehender auch. Für uns ist das so. Und Bora, wie lange hat es denn gedauert, diesen Film zu drehen? Wie lange habt ihr denn gebraucht? Was wir gleich sehen? Das wissen nämlich die wenigsten. Das haben mich nämlich gerade zwei Mädels draußen gefragt, ob wir das wissen. So einen Film zu machen, so einen Kinofilm, wie viele Tage dreht man denn da, Bora? Ich habe so 38 Tage gedreht, davon so zwei Drittel in Thailand, auf so einsamen Inseln. Ja, wir waren zufällig am selben Strand, wo sie auch den Bounty-Werbespot gedreht haben. Das wussten wir aber erst danach erfahren. Wir dachten so, ah, könnte vielleicht noch schöner sein. Aber dann haben wir gemerkt, da kommen die Amerikaner auch hin. Wo waren die Russen? Da glaube ich Bounty Russland. Und genau, dann haben wir noch ein bisschen Deutschland gedreht. Was man dort alles gedreht hat und vor allem mit wem, den holen wir jetzt glaube ich rein. Weil ihr wartet glaube ich noch auf jemanden. Wollen wir ihn zusammen rufen? Der Hauptdarsteller des Films. Oh, der Mann des Films. Hier ist er. Cem alias... Hallo Bremen! Schön, dass ihr alle da seid. So sind sie dann eben. Und wenn er dann mal da ist, na, dann wird es auf einmal ruhiger und die Leute sind so ein bisschen. Wie war es denn für dich, Elias? Erzähl mal, mit Bora zusammenzuarbeiten. Ja, das kann ich jetzt ja nicht erzählen, wenn er neben mir steht. Das ist ja so. Es war sehr schön, es hat ganz viel Spaß gemacht. Bora ist ein ganz toller Regisseur. Und unglaublich lieber Mensch. Ah, hast du mich gerade angekleidet? Nein, wirklich. Bora ist ein krasser Typ. Guck ihn dir an, guck ihn euch an. Er kann nicht sagen. Er hat es auch super gemacht. Wir kennen uns ja schon seit 7 Jahren. Ja, wir sind ja auch Freunde, Bora und ich. Also es war halt ungewohnt für mich, weißt du? Also normalerweise lasse ich mir ja nichts sagen von ihm und. Jetzt war er zum ersten Mal Chef und ich war vertraglich dazu verpflichtet, alles zu tun, was er sagt. Alles. Nur eingecremt hast du dich nicht, ne? Erinnerst du dich noch? Wir waren im Hotel und dann habe ich immer gesagt, ihr müsst euch eincremen, ihr werdet so braun, weil das ja alles Kanaken sind, die da mitspielen. Und wir sind 5 Tage in Thailand und da sieht man sie alle so im Muskelshirt, eine Badehose hier mit Flipflops, dumm in den Drehpausen, die so alle brutzeln von oben. Es war einmal. Bora hat mir dann verboten, im Schatten im Restaurant zu sitzen, weil er sagt, ich werde da auch braun. Achtet doch mal drauf, ob er am Anfang vom Film brauner ist als am Ende oder ob es vielleicht sogar andersrum ist. Weil wir haben Deutschland nämlich danach gedreht, aber ich glaube, Elias, du hast es. Mal ganz ehrlich, man will ja auch geil aussehen, oder? Danke, ihr auch. Also ihr merkt schon, die beiden, ein Herz und eine Seele, die wirklich witzigen Geschichte, die wir noch filmen müssen, ist, wie die beiden sich im Bus. Wir sind ja mit einem großen Tourbus unterwegs. Ihr merkt, das geht heiß her, eine große Freude und wir haben auch noch einige Tage vor uns. Die beiden kennen sich übrigens schon länger. Der Bora, für die draußen waren, der hat nämlich schon mal eine ganz erfolgreiche TV-Serie gemacht. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wirklich, hat er auch mal gemacht. Da habe ich vor der Uni gearbeitet, ja. Da habe ich Flo Spira rausgeschrieben. Bei dem. Ich weiß nicht, ich glaube, was meinst du denn, Bora? Wolltest du hinaus? Er meint was anderes. Die beiden haben schon mal zusammen gespielt und zwar in Doctor's Diary. Kommt nämlich auch von Bora und Elias. Hat eine der Ärzte gespielt, neben so einem zweiten Schauspieler, den Namen haben wir schon vergessen. Den manche auch ganz gut finden. Mit dem waren wir übrigens auch hier. Ja, ach nee, den kennen wir gar nicht mehr. Nee. Der bringt jetzt auch so einen Film raus, aber der ist jetzt auch, das ist... Wie
Habt ihr noch, wisst ihr eh nicht, ne? Jetzt habe ich den Faden verloren. Hier vorne, Elias. Ich wollte eigentlich sagen, ach, egal. Wenn du den Faden von, da habe ich glaube jemand, der ist ganz neugierig. Das ist die vermutlich Sabine, 15 Jahre alt. Und? Gar nicht ganz. Ja, bist du? Oh. Ja, war gar nicht so schlecht. Du hast jetzt die einmalige Chance, an Elias und Bora eine Frage zu stellen. Ich wollte heiraten. Oh, ja, hier. Willst du mich heiraten? Wie bitte? Wer jetzt? Wo war ich? Naja, sie braucht ein paar Eckdaten dazu. Also, Einkommen? Hast du Kohle? Nee, ich dachte, du hast es. Ich habe genug, weil ich Schauspieler bin. Klar. So, ich Hobbys? Ich brauche nicht viel Geld, ich brauche nicht viel Geld. Brauchst du nicht viel Geld? Das ist schon mal, das ist eine sympathische Antwort. Was sind deine Hobbys? So dich anzugucken. Nur mich anzugucken? Wir nehmen lieber das Mikrofon. Aber das ist nicht langweilig. Wer weiß was noch. Habt ihr schon ein Foto gemacht? Haben wir ein Foto? Wenn wir damit jetzt anfangen, dann wollen alle, das ist das Problem. Wollen sie nicht heiraten? Also okay. Aber machen wir ein Foto, aber nur wenn es eins zu holen. Eins für die Jungen. Komm nach vorne. Wo vorne? Wie ist denn dein Name? Maxine. Oh, Maxine. Komm her, ich mach's. Maxine ist ja schon heiß, ne? Also. Aber ich glaube, du bist jetzt so. Wie das Schwein, du hast hier gleich die Nummer von ihr. Wie alt bist du denn? Fast 16. Fast 16? Scheiße. Wenn du 16 gewesen wärst, hätte ich dich geheiratet. Achtung! Oh, aber hier ist er ganz leer. Ich wollte ihn doch zu den Leuten setzen. Jetzt sitze ich ja wieder alleine hier. Ich sitze den ganzen Tag schon im Auto alleine. Jetzt ist eure Chance, Mädels. Setzt euch dazu. Hallo. Ja, dann würde ich mal sagen, Film ab jetzt, oder? Wer von euch kennt eigentlich Nutten am Pool? Wie findet ihr den Song? Mögt ihr den? Oder ist er euch zu obszön? Den gibt es nämlich jetzt auch auf iTunes demnächst zum kostenlosen Download, glaube ich. Oder? Bora? Ja. Das ist doch Karriere schon. Normalerweise sage ich, ich mache alles in die Marketingabteilung. Habe ich jetzt niemanden gezwungen, oder? Hey Elias, wie geht's? Gut, und Sie? Wo ist denn dein ständiger Wohnsitz? In Berlin, in der Mommsenstraße 37. Sag mal, bist du schon so eingerichtet? Wie bitte? Bist du schon so eingerichtet? Das ist doch im Klo! Nee. Badezimmer, exklusive Badezimmer. Ach, du willst jetzt gerade Werbung machen? Oh Gott. Bist du in der Architektin? Hatte ich schon vorhin. Ich habe schon einen Klo-Prospekt. Das ist kein Klo-Prospekt. Ich will nur so gern eine Finalkarte oder eine Fensterbank oder eine Treppe oder... Ja, du, wenn es was umsonst gibt, bin ich immer dabei. Also, ich mache mir sicherlich eine Ausnahme oder einen Sonderrabatt. Das müssen wir mal sehen. Nee, nur wenn es umsonst ist. Ja, also, dann sehen wir uns! Dann bin ich rechtlich, du mal nicht. 1, 2, 3. Türkisch für Anfänger! Ihr Lieben, jetzt aber viel Spaß mit Türkisch für Anfänger. Das waren für euch Bora und Elias. Danke, Bremen! Ihr wart super! Vielen Dank für den Empfang! Danke! Ja, viel Spaß im Film! Hallo AgroTV-Fans, heute startet unser neuer Film Türkisch für Anfänger in den Kinos. Mit guten Sprüchen, viel Strand und noch mehr Sex. Sex wollte ich sagen. Ja, sagst du im Film ja noch oft genug. Wir sehen uns!